Basis dieses Videos zum Thema Zufallszahlen sicher oder schnell habe ich den Hinweis bekommen, es gibt ja auch noch andere Zufallszahlengeneratoren, die möglicherweise sogar schneller sind. Eine ist so der XOR Shift. Und naja, dann schauen wir uns das mal an, würde ich sagen. Damit ihr mir nicht Typen zuschauen müsst, habe ich schon mal gemacht und schon mal ausprobiert. Und zwar habe ich da von diesem Algorithmus mehrere Papers gefunden, mehrere NuGet-Packages zum Beispiel, um das nicht selber implementieren zu müssen. Und eine ist dieses SentaCLR XOR Random Generator und das zweite ist das XOR Shift Add Sharp. Und ich habe beide mal hinzugefügt und ausprobiert mit dem Benchmark, den wir bereits hatten. Ja. Der eine ist eben Random Tokaya und der zweite ist Random Koyu Matsui. Und das sind die zwei Autoren sozusagen der Libraries. Und diesen beiden Autoren habe ich dann jetzt die Variablen wie den Autor genannt. So, und ich habe jetzt, so wie wir dieses Random hatten, habe ich nun einmal diesen von einem Autor und einmal von dem zweiten Autor verwendet, die scheinbar beide diesen Algorithmus implementieren. Und jetzt schauen wir uns mal an, wer ist denn besser? Ja? Und man findet auch beide natürlich in GitHub dann entsprechend. Ja, das wäre dieser eine da und ja auch den anderen. Ja, und jetzt lasse ich das mal laufen. Das hat jetzt ein paar Minuten und dann schauen wir uns die Ergebnisse an. Ja, was die sagen. Also jetzt sieht man durchaus, dass dieses XOR Shift-Implementierung sozusagen schneller ist als die Original.NET-Implementierung mit Random, wobei auch hier die zwei NuGet-Packages deutlich untereinander auseinander liegen, also die eine ist sogar langsamer als die Original-Implementierung. Man muss durchaus, wenn man sagt, okay, theoretisch ist der Algorithmus schneller, kommt es immer auf die Implementierung davon. Die Implementierung von Koji Matsui ist wirklich doppelt so schnell, und zwar egal wo wir schauen, ungefähr doppelt so schnell wie die klassische Random-Implementierung von .NET. Und da es auch entsprechend erbt von System Random, eigentlich total einfach ersetzbar, nämlich überall einfach den Namen tauschen im New und das war's schon. Ja, Nachteil von dieser Implementierung, es besteht scheinbar nicht jeden statistischen Test. Aber wie gesagt, wenn es kryptografisch sicher sein soll, dann wäre sowieso die Secure-Variante besser mit den kryptografischen. Und ansonsten wäre das durchaus eine gute Implementierung, die man da verwenden kann. Ja, es gibt ja auch ein entsprechendes Paper zu dem Thema, kommt vom Jahr 2003, glaube ich, oder so ähnlich, aus dem gleichen Jahr, wie auch die Implementierung ist vom Random-Algorithmus, der in .NET drinnen ist. Der allerdings nicht auf dem hier basiert, sondern eben auf einer logischerweise anderen Implementierung, die langsamer ist, und zwar von Donald E. Knuth. Ja, und auch der ist damals irgendwo erschienen. Das kann man sich auch anschauen in der Dokumentation von .NET. Da kann man auch irgendwo das finden. Ich glaube, das war irgendwo ganz unten. Ups. So, hier, Hinweise. Also Zufallszahlengenerator mit gleicher Wahrscheinlichkeit, ähnlicher Menge von Zahlen, bla 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 bla. Und der Zufallsgenerator-Algorithmus von Donald E. Knuth. Und der wurde eben veröffentlicht hier, dritte Auflage 1997, also dritte Auflage schon, in diesem Buch. Kann man da mal nachlesen. Erschien in Addison Wesley. Der ist offenbar in .NET drinnen. Ja, und der ist halt ein bisschen besser als was die statistische Sache anbelangt, wie der andere dafür ist, ein bisschen schneller, aber hier steht auch Zufallszahlen generieren, kryptografisch, bla bla bla, verwende bitte den, auch wenn signifikant langsamer. Na gut, haben wir wieder was gelernt. Wie gesagt, dieses NuGet-Package ist eine gute Option hier. Das ist dieses SentaCLR, sofern er auch entsprechend mit der FreeBSD-License zurechtkommt. Ja. Hier View License, da haben wir nämlich die BSD2 License, ja, diese. Mit der solltet ihr dann durchaus irgendwie
zurechtkommen in eurem Projekt.